Drei Dinge, die unserem Glück im Wege stehen. Das erste ist, kein klares Ziel zu haben. Nicht zu wissen, was will ich vom Leben, wo geht's hin und was ist überhaupt die Absicht, was ich vom Leben will. Man nimmt irgendwie so, ja, es gibt schon so ein paar allgemeine Ziele, aber so ein wirkliches eigenes Ziel, was man sich selber auserkoren hat, das gibt es meistens nicht. Im Normalfall hat man den Bezug zum eigenen System, zum eigenen Wollen verloren, weil man schon von Kindheitstagen an lernen musste, sich irgendwo anzupassen. Das zu tun, was die anderen Menschen machen, um erstmal in der Herde funktionieren zu können, was ja durchaus sinnvoll ist. Das Problem ist, wenn man das als Kind macht, dann 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre in der Schule, dann im Studium oder in der Ausbildung, dann sind schon mal 20, 25 Jahre vergangen, wo man nicht das gelebt hat, was man eigentlich leben wollte, wo man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen musste, um den Erwartungen der anderen zu entsprechen. Das sorgt im Normalfall dazu, dass der eigene Kompass so leise geworden ist, so still geworden ist, dass man ihn gar nicht mehr wahrnimmt, dass man gar nicht mehr weiß, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt, sondern sich so darauf fokussiert hat, nach außen zu schauen, was für Erwartungen gibt es zu erfüllen, was muss ich tun, wie muss ich mich in welcher Situation zu verhalten. Und wir kommen in so einen Funktionsmodus. Man geht über das zu tun, ja, was von einem verlangt wird und spürt sich nicht mehr so wirklich. In späterem Leben macht man dann natürlich weiter, man guckt, okay, welche Erwartungen hat denn das Leben noch von mir? Die erfüllt man vielleicht so das typische Ding, so ein Haus bauen und eine Familie haben, einen Baum pflanzen und was da so für Ideen gibt, eine Karriere machen, Sicherheiten aufbauen. Und solange man das nicht hat, hat man immer noch so ein bisschen die Hoffnung, wenn das dann da ist, dann bin ich glücklich, dann erfüllt sich das Ganze. Und wenn man es dann hat, stellt man fest, nee, das war es auch nicht. Aber was ist es denn dann, wenn es das nicht ist? Und dann kommt man wieder dahingehend, dass man sich fragen darf, okay, was ist denn überhaupt meine Absicht? Was möchte ich aus diesem Leben nehmen? Was ist ein Leben, was zu mir passt? Und ja, wie kann ich das für mich gestalten? Also, das Erste, was uns im Wege steht, ist, wir haben keine eigenen Ziele, wir verfolgen fremde Ideen, tun so, als ob es unsere eigenen sind, so lange, bis wir mitkriegen, dass es das nicht war. Das zweite Ding ist, was uns im Wege steht, das ist der Verstand und die Angst vor Veränderung. Unser Verstand hat erstmal grundsätzlich nur die Aufgabe, uns am Leben oder ja, am Leben zu halten, unser Überleben zu sichern. Und dem ist es völlig egal, ob wir glücklich sind oder irgendwas. Es sagt sich, nö, du glücklich bist, ist erstmal egal, unglücklich, schon mal geiler als tot zu sein. Deswegen, mir egal, wie du dich fühlst, Hauptsache wir überleben. Ja. Und alles, was dem irgendwie gefährlich werden könnte, da sagt er sich, nee, das wollen wir mal lieber nicht. Angenommen, du bist noch der Urmensch oder das Programm wurde als Urmensch entwickelt. Und ja, du bist in deiner Umgebung, du kennst dich aus, du weißt, wo du was zu essen kriegst, du weißt, wo du was zu trinken kriegst, du kennst die Tiere, du weißt, okay, der Fuchs, der tut dir nichts. Das Wildschwein im Normalfall auch nicht, wenn ich das in Ruhe lasse. Und so viele andere wilde Tiere gibt es hier nicht. Aber wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, auf die andere Seite des Waldes oder über die Berge hinweg, wer weiß, was es da für Tiere gibt. Wer weiß, welche Gefahren dort auf mich lauern. Ob ich was zu essen kriege, ob ich was zu trinken bekomme. Ich bleibe mal lieber hier, wo ich bin. Überlebenstechnisch gesehen keine dumme Idee. Für ein erfülltes Leben aber schon, weil ja, wir bleiben bei dem, was wir immer getan haben. Ob es uns glücklich macht oder nicht, spielt keine Rolle. Und wir tun so, als ob wir sterben würden, wenn wir irgendetwas machen, was uns neu ist. Und das ist auch das Prinzip, womit ja unser Verstand arbeitet. Der sagt halt nicht, geh mal da nicht hin, er erzeugt ein Gefühl von Angst, das könnte gefährlich sein. Und dieses Gefühl der Angst, das ist das, was wir nicht wollen. Wir sind ein komisches Gefühl und da das lieber nicht zu machen. Das heißt, Gefühle sind nicht unbedingt das, worauf man sich verlassen kann. Gefühle sind schon ehrlich und man kann von Gefühlen verdammt viel lernen, wenn man die Gefühle hinterfragt und unterscheidet, okay, was ist denn jetzt. Was ist denn das Bedürfnis hinter diesem Gefühl und danach zu gehen? Also mit dem Gefühl zu arbeiten ist schon geil, aber sich davon ja leiten zu lassen und das als Kompass zu nutzen, funktioniert schon, aber führt zu einem Leben, ja, was stagniert und uns da lässt, wo wir sind. Und der dritte Punkt, der uns davon abhält, das Leben zu führen, das zu einem passt und das einen glücklich macht, ist es, dass man gar nicht weiß, wie kommt man denn dort überall hin? Weil man hat ja nur die Strategien zur Verfügung, die man bisher gelebt hat. Man weiß nicht, wie man sich verhalten soll, wenn dort hinten was passiert. Das heißt, ich brauche von irgendeiner Quelle, brauche ich Informationen, die mir sagt, wie komme ich A dorthin und wie muss ich mich verhalten und was muss ich tun, um dort hinzukommen.
Im Normalfall hält uns unser Verstand damit ab, dass er sagt, das können wir uns nicht leisten, das ist für uns nichts und das ist nichts für uns. So bin ich normalerweise nicht. Nee, so bist du nicht. Aber wenn du dir das immer wieder einrichtest, dann wirst du auch nie anders sein. Das ist quasi eine Entscheidung, die du deinem Verstand gibst. Du sagst, das kannst du dir nicht leisten und dann kommt dort ein Ausrufezeichen ein. Ja, dann ist das so. Dann denkt dein Gehirn nicht weiter nach und dann ist das Thema erledigt. Wenn du jetzt da aber eine kleine Veränderung machen würdest, würdest du dich fragen, wie kann ich mir das leisten? Wie komme ich dahin, dass ich auf die andere Seite komme, um trotzdem nicht zu sterben, um zu überleben? Dann sucht dein Verstand nach Strategien und nach Möglichkeiten. Und könnte sagen, naja, vielleicht gibt es ja jemanden da drüben. Den könnt ihr fragen, wie es da drüben ist, was es für Tiere gibt. Ich könnte mich vielleicht informieren auf irgendeine Art und Weise und mir eine Möglichkeit erschaffen. Und da ist der Punkt, wo man sich Hilfe holen kann in dem Bereich, dass man Leute fragt, die da schon sind, wo man hinkommen möchte, um sich Unterstützung zu holen, um sich Rat zu holen, um nicht die Fehler zu machen und eine Begleitung zu haben. Ich stand vor 10 Jahren an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht glücklich war, wo ich diesen Weg gegangen bin, wo ich teilweise Hilfe hatte, teilweise aber auch schon so wenig Angst hatte, mein Leben zu verlieren, dass ich einfach gegangen bin auf die andere Seite, in der Hoffnung, dass es auf der anderen Seite besser ist. Und ja, habe ich auf den Prozess gemacht, herauszufinden, was will ich, wo will ich hin und wie kann ich mir ein Leben gestalten, das zu mir passt. Und es hat mich einige Jahre an Zeit gekostet. War wertvoll, war spannend, aber wenn du nicht so viel Zeit hast, wenn du nicht irgendwie bereit bist, dir einen Rucksack aufzuschnallen, über 5 Kontinente zu reisen und mit 100 Menschen zu sprechen und die, weiß ich nicht, verrücktesten Sachen zu machen, dann kann man die ganze Sache auch abkürzen. Es geht auch einfacher. Man kann den Prozess, der Jahre dauert, auch auf ein paar Wochen, Monate runterbrechen, sodass du weißt, hey, was ist es denn eigentlich, was mich antreibt, was will ich vom Leben, sodass du mit Freude wieder aufstehen magst. Und falls du Lust auf diesen Prozess hast, dann kann ich dich dabei begleiten. Darauf habe ich mich spezialisiert, dafür bin ich Experte und da kann ich dir gerne behilflich sein, wenn du das möchtest. Falls du Interesse hast, dann kannst du dich hier oben oder unten, da findest du einen Link, für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir bewerben. Dort schauen wir, okay, wo stehst du, wo möchtest du hin und ja, ob und wie ich dir vor allen Dingen dabei helfen kann. Falls du daran Interesse hast, dann ja, klick den Link. Dort findest du eine Seite, unten draufdrücken, ein paar Fragen beantworten und dann rufe ich dich an. Den Rest klären wir dann ja, in einem Gespräch. Ja, falls nicht, kannst du auch den Kanal abonnieren, mich deabonnieren, mich wegscrollen, was auch immer. Das ist deine Entscheidung. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ein großartiges Leben. Bis bald. Tschüss, dein Jens.